Mein Energiespartipp ist Warmwasser sparen. Warmes Wasser macht ca. 20% des privaten Erdgasverbrauchs aus und das ist ja schon ganz schön viel. Und wenn man über die künftigen Preise nachdenkt, wie die in die Höhe gehen werden, sind 20% wirklich rentabel. Und deswegen kann ich nur sagen, zumindest Hände waschen sollte man immer mit kaltem Wasser. Man sollte da sehr achtsam sein. Duschen ist grundsätzlich besser als Baden, weil Baden verbraucht viel zu viel Wasser und es wird wahrscheinlich auch zu heiß sein. Wenn du duschst und du hast so einen Einhebelmischer, kannst du das viel besser einstellen und es auf eine Mitteltemperatur bringen, die du vielleicht so gerade noch aushältst.